Laut Blau trinken. Laut. Von wir probieren heute mit. Das Zeug ist, wie es der Name schon sagt, Bier. Genau, nein, das ist Korn. Korn. Wurde gespendet Korn. Von Korn, vom Konzern, auch mit Q geschrieben. Ich gebe euch da gerade mal die Pressemitteilung mit, die dann schönerweise mitgegeben wurde. Korn ist ein Getreidebrand, der unter Beschallung mit harter Musik aus deutschem Getreide und Wasser hergestellt wird. Wer hätte es gedacht? Das trinkbare Destillat C2H5OH mit 44 Volumenprozent ist ein Gefahrgut. Deshalb wird es nur in Original-Korn-Dosen mit Sicherheitsverschluss gefüllt. Es gilt ab 21 Jahren und nichts für Frauen. Richtig so, gut einschätzen. Der Schnaps mit klarer Kante für Männer ab 21 Jahren wird im Herzen Deutschlands destilliert. Weizen, Roggen, reines Wasser werden zweifach destilliert, vom Brennmeister auf 44% Volumengrad gebracht, in großen Edelstahltanks zwischengelagert und für die anschließende Endlagerung in zwei Dosengrößen vertrieben, 100 ml und 1 Liter abgefüllt. Dann wird Korn mit harter Musik und reichlich Dezibel beschallt und final verfeinert. Live und Limited, das sind dann diese Special Editions, das Korn-Motto laut trinken ist auch auf die musikalische Zutat zurückzuführen. Die Korn Limited Editions unterstreichen das. Es sind die flüssigen Ergebnisse der Kollaboration der Musikbranche mit dem Konzern. So ist unter anderem das weltweit größte unabhängige Label für harte Musik Nuclear Blast Nuclear nicht nur mit einer eigenen Edition vertreten, sondern auch deren Band Destruction, aber auch Independents wie Gun Barrel, Membrane und Mind the Gap etc. freuen sich am harten Stoff. Also gibt's immer genau. Haben wir auch die zeig mal in die Kamera bitte, ja. Haben wir da diese Destruction 2011 mit Skull. Ja, ja. Denke, und eben dieses Q vom Korn, eben das Gefahrensymbol. Richtig. In der Abbeizerdose. In der Abbeizerdose. auch hier sehr schön die einzelnen Postkarten dazu mit den Sprüchen Holy Bim Bam, laut trinken, was haben wir noch? Prost! Für den Pinsel oder die Kehle. Neue deutsche Härte. Get it. Für Harteier. Und Rostlöser für Metalheads. Finde ich schön, super Idee. Auch das normale Anschreiben, das normale Briefpapier ist hier mit auf den Untergang der Welt. Großartig. Mit dem Korn-Logo und dem, was ist das eigentlich, eine Affenklaue oder? Keine Ahnung, nee, Zombie, Devil, was auch immer. Devil wahrscheinlich. Kann auch sein. Also, ist natürlich eiskalt, so wie es draufsteht. Ja, muss Scheiß muss auch eiskalt, weil sonst kriege ich das nicht runter wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ja, und natürlich auch noch schöne kurze Gläser aus Plastik mitgeliefert, wo auch nochmal schön draufsteht, ab 21 Jahren nichts für Frauen und BW-Kondé. Ja, danach kriegst du den Sneak wieder rausgezogen. Bitte, wenn du so klugscheißerisch, mach. Ja. Oh, so viel zum Abbeizer. Der riecht aber sehr, sehr mild, dafür, dass der 44 Volt hat. Der riecht sehr mild. So ja. So riechst du den fast gar nicht. Alleine, also übrigens auch eine Begründung, warum das in der Dose abgefüllt wird. Auf vielen Metal-Festivals darfst du ja keine Bierflaschen mehr mitbringen. Weil allgemein du, Glasflaschen. Ja, Glasflaschen, genau, wegen Verletzungsgefahr und so weiter. Und deswegen füllen die den Schnaps eben direkt in der Dose ab. Macht auch Sinn ein Stück weit. Ja, warum auch nicht? Die arbeiten übrigens, sage ich gleich dazu, die arbeiten auch gerade an Wodka, auch mit, C, mit Q geschrieben. Wodka? Ja, ja. Auch dann für Festivals. Wie viel Salz ist eigentlich drin? Das sind nicht so viel. Das ist jetzt ist das echt 100 Milliliter? Das sind 100 Milliliter hier das in der Dose. Sieht so wenig aus. Das sieht so wenig aus, aber es ist, weil die halt eben perfekt rund ist. Also ein perfekter Zylinder. So geht's auch noch.
Also normalerweise machen wir ja keinen Alkohol, aber für den Spaß geben wir uns her. Das. Prost. Zum Wohl. Es geht. Und jetzt brennt er nach. Ja. Also es ist, muss man wirklich dazu sagen, es ist ein guter Korn. Richtig. Und zwar ein ziemlich guter. Der kratzt kein bisschen, der heizt zwar nach und man hat diesen typischen Alkoholgeschmack, man hat den Korngeschmack im Mund. Kurze Anekdote am Rande, es ist 8 Uhr morgens. Nein. Sowas würden wir nie tun. Aber der heizt schon ordentlich runter, aber er kratzt nicht, also das ist sehr, sehr gut. Man merkt vor allem auch nicht, dass er 44 Umdrehungen hat. Also wenn mir das jemand... Wenn es jemand gibt, dann denkst du so, ja, 35, aber nicht 44. Und aber der heizt gut nach. Der heizt richtig, gut nach. Also richtig heizt, warm. Gell? Also der heizt auch nicht nach. Also der hält, was er verspricht. Also ich bin normalerweise Whisky-Trinker und da wird mir nicht mehr so warm. Und ich trinke das pur. Ja. Neat. Aber ich glaube, den musst du wirklich eiskalt trinken. Ja, der muss kalt. Den haben wir ein paar Stunden ins Eisfach geballert. Probier das jetzt gerade nochmal aus der Dose. Desinfiziert ja, ist ja egal. Nicht, dass sich wieder welche beschweren. Alkohol desinfiziert, da kann man auch... Das wird nur besser. Also man muss wirklich dazu sagen, es ist nicht nur ein Gag. Es ist nicht nur gängig aufgemacht, sondern es ist wirklich gut, qualitativ, äußerst hochwertig. Ja, ja, ich denke mal, die haben auch in erster Linie gesagt, so, wir machen jetzt einen guten Korn und machen da drumherum machen wir einen blöden Witz. Richtig. Aber alleine diese, also wirklich nochmal zur Verdeutlichung, dieses Zeug wird während der Herstellung mit Metal beschallt. Es wird wirklich beschallt, also die Freaks hauen da wirklich Musik drauf. Ja, gibt auch Weinhersteller, die da irgendwie klassische Musik zu geben. Das ist dann die andere Version, richtig. Ja. Warum nicht? Also ich finde es extrem geil. Und also vor allem super, auch das ganze Merchandise drumherum eben, das ist perfekt. Geil, ich will also so eine scheiß Hand haben. Ich nagel sie mir an die Wand wie eine Trophäe. Also das Zeug ist qualitativ hochwertig, es ist nett aufgemacht. Es ist alles in allem einfach nur gut. Und eine mehr als klare Kaufempfehlung von uns. Danke nochmal für die Spende. Vielen herzlichen Dank. Dazu noch, im Moment läuft bei den Kollegen vom Podsave Metal Pilot, wenn ihr euch für Metal-Musik interessiert, ein Gewinnspiel in Zusammenarbeit mit Korn. Alles Weitere findet ihr da unten. Drin. Es geht ums Thema laut trinken, aber wie gesagt, steht dann alles da drin. Da könnt ihr nämlich unter anderem Korn gewinnen. Special Edition oder die Basis? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, der Hauptgewinn ist Special Edition und die Dings ist dann der die normale. Ein Liter Pulle, hoffe ich doch mal. Der kleinen Abbeizer. Ich glaube, Hauptgewinn ist die 1 Liter Pulle. Da lohnt sich es wenigstens. Ja. Also wie gesagt, tolles Zeug, wenn ihr mal vorbeischaut auf der Homepage, bestellt euch das mal. Achso, Entschuldigung, das muss ich auch noch dazu sagen. Na, bist du bald noch fertig. Geht auf deren Homepage, selbst wenn ihr euch gar nicht für das Zeug interessiert. Geht auf deren Homepage, alleine die Startseite ist der göttlich. Hammer. Einfach gut. Nehmt nichts vorweg, geht einfach drauf, macht das. Einfach draufklicken, einfach mal machen. Ja, und wenn ihr dann das Zeug bei denen bestellt, das könnt ihr direkt bei denen bestellen, schreibt dazu, von wem ihr es kennt, wir probieren. Immer schön dran schreiben. Vielleicht kriegen wir noch was. Nein. Ja, und in diesem Sinne, kauft euch das Zeug und bis zum nächsten Mal. Adios.